Sehr verehrter lieber Kardinal Lehmann, wir freuen uns sehr. Unsere Augen leuchten wie das Rot der Bilder, dass Sie bereit sind, den Romano Guardini Preis 2014 der Katholischen Akademie Bayern, wie er von der Akademieleitung beschlossen worden ist, anzunehmen. Willkommen bei uns. Ich glaube, es ist schon ein ganz wichtiger Tag für die Katholische Akademie. Einmal, weil der Guardini-Preis eine wirkliche Signalwirkung hat, noch einmal unterstreicht, in welcher großen geistigen Tradition wir stehen und welchen Auftrag wir haben als Akademie, und natürlich der jeweilige Preisträger. Und ich glaube, gerade in der heutigen Situation war es wichtig, einen solchen Mann des Dialogs wie Kardinal Lehmann in den Mittelpunkt zu stellen. Auch gerade in den aktuellen Diskussionen, wie wir als Kirche weitergehen, ist er doch ein Beispiel dafür, wie Kirche heute in einer modernen Gesellschaft klar in den Positionen, aber doch offen in der Bereitschaft, mit allen Menschen zu reden, sich platzieren kann. Also insofern, glaube ich, ist das für die Akademie ein sehr wichtiger Tag. Warum wurde der Romano Guardini-Preis dieses Jahr an Kardinal Lehmann verliehen? Da fällt mir die Antwort leicht. Es sind die drei Stichworte, die ich in meiner Laudatio erwähnt habe. Das eine ist Mut zum Umdenken. Das zweite ist das Ringen um eine vertiefte Mitte, die keine Mittelmäßigkeit ist, sondern eine freimachende und freie Mitte ist. Und das dritte ist eine Art Grundwort von Kardinal Lehmann, nämlich Zuversicht des Glaubens. Damit ist alles gesagt. Warum ist Ihnen der Romano Guardini-Preis so wertvoll? Also zunächst einmal, weil ich Guardini sehr verpflichtet bin in meinem ganzen, auch jugendlichen, geistigen Leben, weil ich davon sehr viel für meine ganze Zeit auch bis heute gelernt habe und dass ich natürlich auch die Verbindung von München, Mainz, Italien, bei Guardini natürlich auch sehr mitleben kann, nachleben kann. Aber vor allen Dingen ist es ein Dank für so viele Anregungen und so viele frische Impulse bis zum heutigen Tag, dass ich mich selber wieder jung fühle. Danke. Danke. Hans Mayer, danke für den schönen Brief und den schönen Gründerschrucken. Ganz herzlichen Dank. Die Katholische Akademie in Bayern ist einer der großen Diskussionsorte, einer der Orte intellektueller Auseinandersetzung auf katholischem Hintergrund mit Namen, die den Romano Guardini-Preis tragen, den von ganz ausgewiesener Qualität, etwa Karl Kardinal Lehmann, und insofern ist die Katholische Akademie in Bayern aus den Orten, an denen über die Zukunft unseres Landes bewusst reflektiert, über Wurzeln gesprochen wird, nachgedacht wird, nicht wegzudenken.